Zu meinen Fotos und zu Kirgisien. Kirgisien kennen wahrscheinlich die wenigsten in Deutschland. Also alle, denen ich gesagt habe, ich fahre nach Kirgisien, hatten große Augen. Kirgisien, wo liegt das? Was ist das? Die Menschen ursprünglich waren es Hirtennomaden, ähnlich wie in der Mongolei. Die Kultur ist sehr verwandt. Und zur Sowjetzeit wurde auch dieses Nomadentum versucht einzudämmen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind aber viele Familien wieder in die Berge gezogen. Jetzt nicht mehr das ganze Jahr wie früher mit Juchten unterwegs, sondern sie hatten im Winter haben sie ihre festen Häuser heute und ziehen im Sommer in die Hochebenen, weil da die saftigen Weiden sind. Die Kirgisen machen fast alles mit dem Pferd, also vor allem die Nomaden. Die Kinder, bevor sie laufen können, werden sie aufs Pferd gesetzt. Ich habe auch noch nie so ausgeglichene Kinder erlebt. Die sind wirklich. Ich habe selten erlebt, dass ein Kind geweint oder geschreit hat oder genörgelt hat. Die sind völlig ausgeglichen. Und die Kirgisen haben auch eine sehr große Kinderliebe. Also, gut, dann bedanke ich mich an alle, die gekommen sind. Harald Sorgen, geboren 1968, freischaffender Fotograf, lebt und arbeitet in Köln-Kalk. In seiner Fotoausstellung Die Nomaden Kirgisiens präsentiert er ein Land, auf das er ursprünglich nur zufällig gestoßen ist. Zu Besuch bei vielen Nomadenfamilien schlief er in Jurten und genoss die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen, so sagt er. Gestartet hat die Ausstellung am 9.11.2012. Auf der Ausstellungseröffnung fasst er in seiner Rede die Faszination für das Abenteuer Kirgisien zusammen. Ein weiteres Highlight bildete sein Namensvetter Harald Hartmann, Leiter des Malta-Chors, dem Chor aus Münsters Arbeitslosentreff Achtermannstraße. Von amüsanten bis auch eher traurigen Kompositionen hat er den Zuschauern einiges geboten. Hierbei orientiert er sich an Objekten wie Bellmann oder Volker von Törne. Also da sind dann viele Lieder dabei, da sind ist die Musik dann von mir und ich habe dann da immer ganz gute Objekte gefunden, wie den Bellmann oder wie, das kommt hinterher noch. Neben der Schilderung seiner Faszination für die Menschen Kirgisistans hatte Harald Sorgen auch zur Komposition, Farbgestaltung und letztendlich den Motiven seiner Fotos einiges zu sagen. Es gibt ein Bild, das gefällt mir persönlich am besten. Das ist ein Vater, der seinen kleinen Sohn auf dem Arm trägt. Es ist halt in der klassischen Kunst, in der Malerei gibt es sehr viele Bilder, wo es halt eine Frau mit Kind ist. Hier ist es halt der Vater, was auch die Kinderliebe der Kirgisen zeigt. Und in dem Bild ist aber auch eine Würde im Blick, auch schon bei dem Kind. Also ich habe bei der ersten Reise nur schwarz-weiß fotografiert, auch analog, nicht digital. Schwarz-weiß hat für mich eine andere Aussage gegenüber der Farbe. Also entstehen andere Bilder. Ein Fotograf hat mal gesagt, wenn man in Farbe fotografiert, sieht man nachher die Farbe der Kleidung. Fotografiert man in Schwarz-Weiß, sieht man die Farbe der Seele. Das ist jetzt sehr poetisch dargestellt, was ein bekannter deutscher Fotograf, Robert Häuser, mal gesagt hat: Farbe ist mir zu geschwätzig. Was ungefähr das Gleiche aussagt. Also, ich finde, dass fremde Kulturen, fremde Welten, die man nicht so kennt, in jedem Fall eine Faszination auslösen. Und auch vielleicht haben es die Menschen verdient, in Deutschland gezeigt zu werden. Die Ausstellung steht allen Bürgern bis zum 27. Januar 2013 weiterhin offen. Wer dort noch mehr über Harald Sorgen und das Projekt erfahren möchte, kann sich über die Informationstafeln und Mappen im Foyer ausreichend informieren oder geht auf die Internetseite www.bennohaus.info.